Knochen fließen und sie heilen. There are several people with bone diseases. Es gibt mehrere Menschen mit Knochenkrankheiten. Some had accident and the bones are broken. Manche hatten Unfälle und die Knochen sind zerbrochen. Some don't know the bones are getting bent. Manche wissen nicht, dass ihre Knochen gerade dabei sind, sich zu biegen. And some have osteoporosis and much pain on the bones and joints. Und manche haben Osteoporose und viele Schmerzen in den Knochen und den Gelenken. Heal them, Lord. Heile sie. Heal them all illness now. Heile sie jetzt von allen Krankheiten. Thank you, you are doing it. Danke, Herr. Thank you for the blessing and healing. Danke, Herr, für die Segen, die du schenkst. Veronica, you are healed and filled with grace. Veronica, du bist geheilt und mit Gnade erfüllt. My child, don't doubt. Mein Kind zweifelt. Right now the Lord says, I'm waiting with the name Anna in grace, healed in and out. In diesem Augenblick sagt der Herr, ach, sind Menschen mit dem Namen Anna, sind in der Gnade, sind innerlich und äußerlich geheilt. Brigitte, Alois, you are completely healed. Brigitte, Alois, ihr seid komplett geheilt. We don't doubt, just thank God, praise God. Zweifelt nicht, dank Gott, preis Gott. Nicole, grace flowing to you. Nicole, Gnade fließt durch. Anton, you were healed last evening, thank God, and rectify. Anton, du wurdest am vergangenen Abend geheilt. Lege, gib dafür Zeugnis. Jürgen, you are healed. Jürgen, du bist geheilt. Dragana, you are healed. Dragana, du bist geheilt. Vladimir, Vasmir, you are healed. Vladimir, Vasmir, du bist Lucia, geheilt. Lucia, you are healed. Lucia, du bist geheilt. Lydia, you are healed. Lydia, du bist geheilt. Lydia, you are completely healed. Lydia, du bist gänzlich geheilt. Thank God. Danke. Anita, you are completely healed. Anita, du bist ganz geheilt. Danke und praise God. Danke und preis Gott. Selina, grace flowing to you. Selina, Gnade fließt durch. Sicily, grace flowing and healing you. Sicily, Gnade fließt und heilt. Dominic, you are healed. Dominic, du bist geheilt. Jeremiah, you are filled and healed. Jeremiah, du bist geheilt und erfüllt. Daniel, you are healed. Daniel, du bist geheilt. David, you are healed and filled. David, du bist erfüllt und geheilt. Yes, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Sag einfach nur danke, Jesus, preis dich. Grace is flowing to you, Rudolf, Rudy. Gnade fließt durch dich, Rudolf, Rudy. Florian, grace filling you, liberating you. Thank God. Florian, Gnade fließt durch dich und befreit dich. Thank God. Three people with the name Matteo getting physical healing. Drei Menschen mit dem Namen Matteo empfangen körperliche Heilung. And I see seven people with the name John getting healing. Und ich sehe sieben Menschen mit dem Namen John empfangen Heilung. Maybe Johann, Johannes, etc. Vielleicht Johann, Johannes und so weiter. Praise God, thank for the healing. Preis Gott, danke für die Heilung. Also I see three people with the name Johanna getting healing. Ich sehe auch drei Menschen mit dem Namen Johann empfangen Heilung. Ursula, you are healed. Ursula, du bist geheilt. Christine, you are healed. Christine, du bist geheilt. Judith, you are healed. Judith, du bist geheilt. Grace is flowing to you. Gnade fließt durch dich. Don't doubt, my child. Zweifel nicht, mein Kind. Right now, Violetta, you are healed. Diesem Augenblick, Violetta, du bist geheilt. Daria, you are healed. Daria, du bist geheilt. Right now, the Lord healing some of the people from physical illness and problems. Er heilt in diesem Augenblick mehrere Menschen von körperlichen Krankheiten und Problemen. Tatiana, you are healed. Tatiana, du bist geheilt. Natasha, you are healed. Natasha, du bist geheilt. Teresa, you are completely healed. Last evening, you are healed. Thank God. Teresa, du wurdest am vergangenen Abend gänzlich geheilt. Danke Gott. Walburga, you are healed. Walburga, du bist geheilt. Michael, you are grace filled. Michael, du bist mit Gnade erfüllt. And I see Rafaela getting healing. Und ich sehe Rafaela empfängt Heilung. Thank God, praise God. Preis Gott. Grace going to Gabi. Gnade fließt durch Gabi. I see three with the name Gabriela getting healing. Sehe drei Menschen mit dem Namen Gabriela empfangen Heilung. Ida, Ida, you are healed. Ida, Ida, du bist geheilt. Grace flowing, praise God, thank God. Gnade fließt durch dich, preis Gott, danke Gott. Four people with the name Elisabeth getting healing. Vier Menschen mit dem Namen Elisabeth empfangen Heilung. Well, thank God. Danke. Wolfgang, you are healed last evening, thank God. Wolfgang, du wurdest sogar im Namen geheilt. Also Jörg, you are healed last evening, thank God. Auch Jörg, du wurdest sogar im Namen geheilt. I see several people are healed from diseases of arthritis, rheumatic. Ich sehe mehrere Menschen wurden von Krankheiten wie Arthritis oder Rheumatismus. The Lord is telling you to believe and claim the healing. Der Herr spricht, glaub und nimm die Heilung an. Thank God, praise God. Thank God, praise God. Thank you, Jesus. Thank you. Praise you for the healing flowing right now. Wenn wir preisen dich, Herr, für die Heilung, in diesem Augenblick fließt. At least three with the name Joseph getting healed. Mindestens drei Menschen mit dem Namen Josef empfangen Heilung. And I see some 29 people with the name Maria, filled with the grace, filled in mind and body. Und ich sehe 29 Menschen mit dem Namen Maria, die sind mit Gnade erfüllt, geheilt innen und außen.
Mariana, you are healed. An deinem Wuchs heile, Mariana, du bist geheilt. Ilse, you are healed. Ilse, du bist geheilt. Christian, you are healed and liberated. Christian, du bist geheilt und befreit. Lukas, you were healed last evening. Thank God. Lukas, du wurdest am vergangenen Abend geheilt. Dank Gott. Katharina, you are healed. Katharina, du bist geheilt. Diana, you are healed fully. Diana, du bist gänzlich geheilt. We don't doubt. Zweifel. Three people with the name Sandra, completely healed. Drei Menschen mit dem Namen Sandra sind komplett geheilt. Und I see one man with the name Alexander healed. Ich sehe auch einen Mann mit dem Namen Alexander geheilt. I see grace flowing to Sebastian. Ich sehe Gnade fließt zu Sebastian. Two Sebastians are here, and one mother is praying for a Sebastian at home. Zwei Sebastian sind hier und eine Mutter bittet für einen Sebastian zu Hause. During this time, many people in your home are also healed. Während dieser Zeit werden viele Menschen bei euch zu Hause auch geheilt. Just say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sag einfach nur danke, Jesus, preise dich. Viera, you are healed. Viera, du bist geheilt. Isabel, you are healed. Isabel, du bist geheilt. Leo, you are healed. Leo, du bist geheilt. Karin, you are healed. Karin, du bist geheilt. Peter, you are healed. Peter, du bist geheilt. Thank God, praise God. Preis Gott, danke Gott. Susanna, du warst hier last evening, danke Gott. Susanna, du wurdest am vergangenen Abend geheilt, danke Gott. Thank you, my Jesus. Danke, mein Jesus. Thank you, my Jesus. Danke, mein Jesus. Elfriede, du warst hier. Elfriede, du bist geheilt. Erika, du warst hier. Erika, du bist geheilt. Erika, you are full with grace. Erika, du bist mit Gnade erfüllt. Rita, du warst hier. Rita, du bist geheilt. Ruth, du warst hier. Ruth, du bist geheilt. Danke Gott, praise God. Dein Gott preist, Bertha, du bist geheilt. Bertha, du bist geheilt. Und Barbara, du bist völlig geheilt. Auch Barbara, du bist gänzlich geheilt. Dorota, du bist geheilt. Dorota, du bist geheilt. Und Doris, du bist geheilt. Und Doris, du bist geheilt. Praise God, thank God. Preist Gott, dein Gott. Thank you, my Jesus. Danke, mein Jesus. I see again three people with the name Markus in grace, in inner healing and physical healing. Ich sehe wieder drei Menschen mit dem Namen Markus in der Gnade und ich sie empfangen innere Heilung und körperliche Heilung. I say thank you, Jesus, and then you are healing. Danke, Jesus, nimm die Heilung an. It's a time of grace, a liberation, healing. Zeit der Gnade, der Befreiung, der Heilung. Lord Jesus, heal everyone. Herr Jesus Christus, heile hier. There are people with this disease on the blood. Es gibt Menschen mit Blutkrankheiten. Right now, heal the blood. In diesem Augenblick heile hier. Diabetes problem, cholesterol, even HIV. Diabetesprobleme, Cholesterinprobleme, HIV sogar. Heal, Lord. Heile sie. Sanctify. Heilige das Blutwerk. Also heal that skin. Heile auch ihre Haut. Lord says some 35 people are healed on the skin. Der Herr spricht, ca. 35 Menschen wurden an der Haut geheilt. Thank God, praise God. Dein Gott, preis Gott. It's time of praise. Eine Zeit der Gnade. Lord, I surrender everyone to you. Herr, ich bringe jeden vor dir. Put the hand on your chest. Lege die Hand auf die Brust. Listen in silence your name called by Jesus. Höre, wie dein Name in der Stille von Jesus gerufen wird. Monika, you are healed. Vielleicht ruft er dich. Monika, du bist geheilt. Or Joy, you are healed. Joy, du bist geheilt. Or Leonard, you are healed. Leonard. Oder Leonard, du bist geheilt. Mechthild, you are healed. Mechthild, du bist geheilt. Margrethe, you are healed. Margrethe, du bist geheilt. Paula, you are healed. Paula, du bist geheilt. You can hear in your heart, Jesus Christ. Du kannst hören, wie Jesus dich in dein Herz ruft. Listen. Hör zu. Perhaps he's giving you an advice or correction. Vielleicht gibt er dir einen Ratschlag oder eine Berichtung, Verbesserung. Perhaps he's telling you to go and you can chat with somebody. Vielleicht sagt er dir, du sollst hingehen und dich mit jemandem versöhnen. Perhaps he's telling you to do charity, help the poor. Vielleicht sagt er dir, du sollst Almosen geben, werde der Barmherzigkeit vollbringen, den Armen helfen. Vielleicht sagt er dir, du sollst in deinem Land für die Evangelisation arbeiten. I see four young people, young men are called to priesthood here. Ich sehe, hier werden vier junge Männer zum Priestertum berufen. I see seven young girls called to become nuns. Ich sehe, sieben junge Frauen werden dazu berufen, Ordensschwestern zu sein. Don't block the call. Blockiere nicht den Ruf Gottes. Accept the call. Nimm den Ruf an. Courageously get out to the Lord. Follow him. Und voll Mut zieh zum Herrn hinaus und folge ihm nach. I see their names. Ich sehe ihren Namen. But I don't call out. Weil ich werde es nicht ausrufen. Thank you, Jesus. Danke. I see some young people. The Lord is blessing with a good life partners. Ich sehe einige junge Menschen, segnet der Herr mit guten Lebenspartnern. And also I see four married couples who are no children, God giving children.
Und ich sehe vier Ehepaare, die keine Kinder haben. Der Herr schenkt ihnen Kinder. Believe and claim the children. Glaubt und nimmt die Kinder an euch. Believe you will see the miracle. Glaubt und ihr werdet die Wunder sehen. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Traude, you are blessed. Well, traude, you are blessed. Traude, weil traude, du bist gesegnet. Gudrun, you are blessed. Gudrun, du bist gesegnet. Thank God. Bless you, God. Preis Gott. Time of grace. Die Zeit der Gnade. Time of blessing. Eine Zeit des Segens. Time of liberation. Zeit der Befreiung. Thank you, Jesus. Danke. Thank you, Jesus. Danke. Danke, Jesus. 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 Danke. Those who can kneel down for a blessing. Jeder, die können, nicht nieder zu einem Segen. Opening your heart and hands as a blessing for you or anyone, maybe in your home or friends. Dann die Herzen und die Hände als nimmt den Segen für euch an oder den Segen auch für Freunde oder für Familie. Maybe for a conversion. Vielleicht für Bekehrung. Or healing or liberation for anyone. Oder Heilung oder bring them to the Lord in faith. Bring us to the Lord in faith. Although physically they are far away, you can bring them spiritually near to the presence of Jesus. Obwohl sie körperlich weit weg sind, kannst du sie spirituell zur Gegenwart Jesu bringen. My Jesus, look upon people. Mein Jesus, siehst du den Menschen. Thank you for healing them, liberating them, giving them new life. Danke, dass du sie heilst, dass du sie befreist, dass du ihnen ein neues Leben schenkst. I pray that you be the same to those people for whom they are praying now. Ich bete, dass du das gleiche allen Menschen schenkst, für die sie jetzt beten. Maybe their parents, ihre Eltern, or life partner, ihre Lebenspartner, or children or grandchildren, ihre Kinder oder Enkel, or neighbors or friends or people in the prayer group. Ihre Nachbarn, ihre Freunde oder Menschen in der Gebetsgruppe. I bring all their prayers to you. Ich bringe all ihre Gebete zu dir. Answer them according to your will. Beantworte sie gemäß deinem Willen. That's all. Call on his name. Wir wollen alles in den Namen rufen. How many of you are happy with the hands? Wie viele von euch freut euch? Ich habe die Hände. Who gave you joy, happiness? Wer hat euch Freude geschenkt? Yes. Give an applause to Jesus for love. Jesus for love. Madison, how many of you feel you are born again? Your past is gone. You feel you are white like snow and you feel like butterflies. Hört zu, wie viele von euch fühlt euch vom Neuen geboren? Die Vergangenheit ist vorbei und ihr seid wie mit Schnee bedeckt und ihr fühlt euch wie Schmetterling. If you really feel, lift the hands. Wenn ihr es wirklich so fühlt, dann hebt die Hände. And stand.
Und genau. Ein hier mega Applaus. Halleluja. Dem Herrn einen großen Applaus. Halleluja. Haben wir geglaubt, dass wir eine Brille von einem bad habit? Wie viele von euch glauben, dass ihr von schlechten Angewohnheiten befreit seid? Hebt die Hand. Hebt die Hände. Dank Gott wieder da. Dank Gott wieder einen großen Applaus. Halleluja. Haben wir geglaubt, dass ihr eine Brille von einem Devil? Now you belong to Jesus the Lord. Wie viele von euch fühlt, dass ihr vom Teufel befreit seid, dass ihr jetzt Jesus dem Herrn gehört? Hebt die Hände. Halleluja. Thank you, Lord. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Finally, how many of you believe and claim the instant of physical healing? Wie viele von euch glaubt, dass ihr irgendeine Art der körperlichen Heilung empfangen habt? Lift the hands. Hebt die Hände. Who healed you? Wer hat euch geheilt? Ihr habt mich bloß. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. La 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 la
Now the final song in Deutsch. Nun singen wir letztes Lied auf Deutsch. Beide Mische stehen. You know, my prayer is not computerized. Wisst ihr, mein Gebet ist nicht computerisiert. And for me also, late, I had to go 1.5 hours driving. Und für mich ist auch spät, ich muss jetzt 1.5 Stunden fahren. So don't feel angry for me, please. Bitte seid nicht sauer auf mich, bitte vergib. Tomorrow is the last day of the retreat. Morgen ist der letzte Tag der Exerzitien. It will be one of the greatest days in your life. Und vielleicht sogar eines der größten. Großartigsten Tag in deinem Leben. Praying for the gift of the Holy Spirit. Wir beten um die Gabe des Heiligen Geistes. Morning we have class. Am Morgen werden wir einen Vortrag haben. Then I'll be praying over each one of you, if God allows. Und dann, wenn Gott das erlaubt, werde ich für jeden einzelnen von euch beten. Halleluja. Halleluja. So, be prepared. Thank you. Spend some time. Praying with the Holy Spirit. Zu dir nach Hause, du trinkst etwas Zeit und bitte zum Heiligen Geist. Simply say, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. So, einfach nur komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist.
Heilige Geist kommen, Herr Jesus. How many of you did the homework last night about that yesterday? Wie viele von euch habt die Hausaufgaben gemacht, die ich gegeben habe? If only you did with the hands. Gebt nur die Hände, wenn ihr das getan habt. Praise God. Today you read Acts of the Apostles chapter 2. Heute liest die Apostelgeschichte Kapitel 2. Acts of the Apostles chapter 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. That's about Pentecost. Es geht um Pfingsten. Read. Lies es. And pray to the Holy Spirit to come. Und bitte zum Heiligen Geist zu kommen. Morning also, get up and say good morning Holy Spirit and say, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Und am Morgen steht auf und bitte den Heiligen Geist zu kommen. Sag, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. And if you have any articles to be blessed tomorrow, I'm blessed. Und falls die Gegenstände, die geweiht werden, haben die geweiht werden sollen, ich werde sie morgen weihen. I'll be blessing in the afternoon after the Holy Mass. Ich werde sie am Nachmittag segnen nach der Heiligen Messe. Mass will be in the afternoon. Die Heilige Messe wird nachmittags sein. Also, if you have any article like salt, oil or water to be blessed, you can bring. Auch wenn ihr einen Gegenstand habt, wie Öl, Salz oder Wasser, was geweiht werden soll, könnt ihr das mitbringen. And I will have a special prayer for the Benedictine torches you brought. Und ich werde ein besonderes Gebet haben für die Benediktuskreuze, die ihr gebracht habt. And if there is anyone to write any letter with the prayer intentions or anything, you can put in the cover and put in the box. Und falls irgendjemand da ist, um Briefe zu schreiben, ihr könnt alle Briefe hier in die Kiste stecken, mit Gebetsintentionen oder was auch immer. Tomorrow after Mass, I'll be praying over the photos of the people. If you want, you bring them in your hand. Morgen nach der Heiligen Messe werde ich auch für die Bilder von Menschen beten. Bring sie dann in euren Händen. Better not to put the photos in the cover, because I will not be able to send you back the photos. Also steckt die Bilder bitte nicht in die Umschläge, weil ich werde diese Bilder nicht zurückschicken. But tomorrow there will be time I pray over the photos. Ich werde morgen auch über die Bilder beten. And the holy water will be sprinkled. Und das Heilige, das Weihwasser wird gesprenkelt. And one information. Und eine Info. If anybody wants my books in English. Wenn jemand meine Bücher auf Englisch haben will, you can tell Gabi, she may try to bring that are available with her tomorrow. Ihr könnt es Gabi erzählen und sie wird versuchen, sie morgen mitzubringen, sodass sie dann morgen zur Verfügung steht. How many of you want English books? Give the hands. Wie viele von euch wollt englische Bücher haben? Hebt die Hände. Okay, about 10 people lifted the hands. Circa 10 Menschen haben die Hände gehoben. Okay, they'll be brought tomorrow. Sie werden morgen gebracht. And the Croatian books were already here. Die kroatischen Bücher sind bereits da. And the Polish books also. Und auch polnische Bücher. And if you want, again, you can tomorrow order with the Gabi, she will send it by post. Und wenn ihr wollt, könnt ihr morgen die Bestellung auch bei Gabi aufgeben. So. Und sie wird sie über Post schicken. Almost all my books are translated into European language. So gut wie alle meine Bücher sind in die europäischen Sprachen übersetzt. You can inquire with the Gabi and get it. Ihr könnt Gabi fragen, das bekommt. Okay. Okay.